Yo, Leute, willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder eine Runde One vs. One, wie in den letzten Tagen auch schon. Und, ja, ich wollte heute mal so ein bisschen über die Veränderung der PvP-Community so ein bisschen sprechen. In letzter Zeit fällt mir auf, wie immer mehr YouTuber vor allem, als ob, ja, schlecht würde ich sagen. Also schlecht für ihn. So, dann mal weiter. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass in den letzten Wochen und Monaten ist mir immer mehr aufgefallen, wie es einfach Standard geworden ist bei bestimmten YouTubern, die PvP machen, einfach zu sagen, boah, Alter, der macht Hacks, der hackt, der hackt. Und ich weiß nicht, das nervt so ein bisschen, immer nur zu sehen, so Videos, yo, der hackt und wie Leute sich darüber aufregen, dass es Hacker gibt. Keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich selber bin eigentlich auch gegen Hacks, aber ich beschimpfe jetzt auch nicht jeden, der sich irgendwie komisch verhält, dass es ein Hacker ist. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen übertrieben, wie das so immer läuft. Dass dann immer gleich alles Hacker sind und keine Ahnung. Und dann werden immer irgendwelche Verschwörungen angestellt. Yo, der hat das und das an und keine Ahnung. Weiß ich nicht, ist nicht so meins. Und ja, weiß nicht, das ist einfach nur absolut scheiße, was... Das ist auch vor allem jeder macht das, Alter. Das regt einen einfach irgendwann nur noch auf. Das ist einfach wirklich jeder macht. Es gibt ja keinen mehr, dass es nicht gemacht hat. Na gut, die großen YouTuber, die halten sich da natürlich eher zurück. Aber ich gucke halt auch viele kleinere YouTuber. Und bei denen merke ich es halt sehr, sehr häufig, dass die halt einfach nur absolut ständig sowas machen. Ne, ich weiß nicht. Ist nicht so geil irgendwie. Und ja. Dann auch solche Sachen wie Hack Wars bei Revi zum Beispiel. Finde ich auch ein bisschen komisch immer, dass der da immer sowas macht. Finde ich ein bisschen übertrieben, Alter. Ein Herz nur noch. GG. War gut. Also finde ich auch ein bisschen übertrieben, dass der das macht mit Hack Wars, weil das ist einfach nur absolut blöd. Das verdoppt einfach den Spielspaß der Spieler. Und das ist einfach nur noch unlustig, diese Videos zu gucken, meiner Meinung nach. Ich gucke solche Hack-Videos absolut ungerne. Weil das ist einfach nur, weiß ich nicht, langweilig. Kommt mir dann immer so vor, als ob er keine anderen Ideen hätte, was er vorproduzieren soll. Dann nimmt er halt eine Runde Hack Wars auf, weißt du, weil das ist ja leicht zu machen, wenn man Admin hat auf dem Server. Ne? Und ich finde das auch ein bisschen scheiße, weil, wie gesagt, das verdoppt den Spielspaß und das ist absolut nicht lustig. Zumindest spätestens seit dem zweiten Mal ist es nicht mehr lustig und er hat das irgendwie schon 20 Mal hochgeladen oder keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Da würde ich dann doch lieber eine Runde Craft Attack gucken bei ihm. Da hat er letztens sogar mal wieder ein Video hochgeladen, seit langer Zeit, mit der VR-Brille, wo er in der Craft Attack-Welt war. Allerdings war das nicht der echte Server, sondern nur so ein Fake. Ach du Scheiße, was ist bei ihm los? Naja, ab in die nächste Runde. Ja, war also auch nicht das richtige Craft Attack. Und ich würde auch immer gerne wieder ein normales Craft Attack sehen bei Revi. Ich weiß nicht, viele Leute hören ja in letzter Zeit auf davon. Habe ich ja schon mal im April drüber geredet, dass es eingeschlafen ist so ein bisschen. Jetzt spielen irgendwie nur noch 6, 7 Leute auf Craft Attack. Und das auch, ja, nur alle paar Tage mal so. Außer Skate, genau, der zockt halt noch jeden Tag. Aber zum Beispiel Klüm, Zinus und so, die sind ja noch auch noch alle aktiv. Und Spark, aber die bringen das halt auch noch alle paar Tage nur. Rotpilz auch noch. Ich weiß nicht, wer ist denn noch aktiv? In Craft Attack. Basti Zockt hat jetzt noch aufgehört. Early Boy hat aufgehört, aber der hat gesagt, er will vielleicht mal wieder anfangen. Revi streamt zwischendurch mal. Immer mal. G-Time hat, ist jetzt auch eher inaktiv geworden. In den letzten Wochen, was ich ziemlich schade finde. Und sonst gibt es noch irgendwen? Ich weiß gar nicht. Ja, nur mal so nebenbei. Also sowas würde ich halt lieber sehen, ne? Ja, ich weiß nicht. Bald starte ich ja auch ein neues Projekt, Minecraft Bevo. Werde ich dann auch mal drüber reden. So, ach du Scheiße, ein Mädchen hat gegen mich gewonnen. Was ist da denn los? Ja. Auf jeden Fall Minecraft Bevo. Hätte ich mal Bock drauf, das zu zocken. Das zu gucken dann auch. Zu zocken, wahrscheinlich mache ich damit. Ja, genau, ich bin jetzt auch in einem großen YouTuber-Projekt. So. Ja, Varo startet ja leider nicht im Sommer, das hatten sie ja erst angedacht dafür. Ja, komm. Alter, was ist denn los? Trank des Schadens. Oh, lol. Ich hab ihn auf mich selbst geworfen, ich bin ja auch schlau. Okay, war gut.
Huch, was mache ich denn nur? So. Alter, was ist... Ah. Die Map wurde nicht richtig geklärt, ne? Glaube ich. Was ist los? Ah, jetzt wurde die geklärt. Das war ein Bug. Naja. Oh shit, nicht getroffen. Bin ich blöd. Man kann natürlich auch hier noch blocken, ne? Ist noch 1,8. Alter, wo ist er hin? Jetzt habe ich wieder fast meinen Arbeitsplatz verschoben. Auf dem Desktop. Unspielbar. Na gut, so schlimm war es nicht. Okay, war's. Okay, noch eine letzte Runde. Das Video heute wird ein bisschen länger, wie mir deucht. Die werden irgendwie allgemein immer länger. Ich werde nächste Folge mal wieder ein bisschen knackiger halten. Ja, auf jeden Fall nur, um nochmal aufs Ausgangsthema zurückzukommen. Alle Leute als Hacker zu beschimpfen, ist, glaube ich, nicht allzu schön. Also ich weiß nicht, das ist dann auch scheiße immer nur. Das nervt einfach auch beim Zuschauen oder sonst was. Ja, weil ich denke mal nicht, dass jeder hackt. Weil mittlerweile gibt es sicherlich auch einige Sicherheitssysteme gegen Hacker auf den Servern. Und da wird nicht jeder zweite Spieler jetzt hacken. Und ich weiß nicht, das ist ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Ja, so viel dazu. Ich könnte noch mal ein bisschen mehr darüber reden. Ich habe natürlich mich jetzt nicht so optimal konzentrieren können, um alles, jeden Gesichtspunkt darüber erzählen zu können. Vielleicht mache ich das später nochmal, dass ich das nochmal aufgreife, das Thema oder so. Aber ich würde sagen, das Video ist an der Stelle vorbei. Es geht jetzt schon wieder lang genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, dann haut rein und tschüss.